Weniger ist oft mehr, vor allem in der Medizin. Ärzte und Forscher beklagen seit Jahren, dass viel zu viele Medikamente verschrieben werden. Dabei können Omis Hausrezepte bei vielen Wehwehchen genauso gut helfen. Eine solche Allzweckwaffe, der Wickel. Was die feuchten Lappen alles so drauf haben, hat sich Viola Wallmüller, Chefredakteurin der Laura, mal genauer angesehen. Hallo. Hallo, ich grüße Sie. Gegen Fieber, kalte Wickel an den Waden, das kennen viele. Wie können Wickel aber noch gegen Erkältungssymptome angewendet werden? Ach, da gibt es eine ganze Menge. Das ist wirklich ein ganz spannendes Thema. Es gibt Wickel, die werden aufs Ohr gelegt, daneben die Nase oder auf die Brust. Also immer da, wo es zieht und zwackt sozusagen. Hm. Es gibt zwei Arten von Wickel, auch das ist interessant. Warme Wickel, die die Durchblutung anregen, die Gefäße weiten. Das bringt eigentlich die ätherischen Öle dazu, jeweils da optimal zu wirken, wo es sein soll. Und kalte Wickel, die funktionieren über Verdunstungskälte, also bei Fieber, wie Sie ja schon erwähnt haben. Jetzt helfen Wickel nicht nur gegen Erkältung, sondern auch bei anderen Wehwehchen. Was gehört alles dazu? Auch das ist erstaunlich, eine ganze Menge nämlich. Gut, die verstopfte Nase, das ist ja noch so ein Erkältungsthema. Da kann man Leinsamenwickel nehmen, die man rechts und links neben der Nase platziert. Aber auch bei Husten zum Beispiel, Thymianwickel, Ohrenschmerzen, auch ein gutes Thema. Da helfen so Zwiebelpackungen, die man sich da aufs Ohr legt. Hm. Muskelverspannung, ganz toll, das sollte man unbedingt mal ausprobieren. Ein Wickel aus zerdrückten Kartoffeln, die geben ihre Wärme besonders langsam ab. Da habe ich schon Erfahrung mit gemacht, das wirkt wirklich super. Jetzt fragt sich der Erkrankte, gibt es sowas wie eine ideale Wickeltechnik oder ist das egal? Hauptsache, das bleibt irgendwie am Körper. Nee, das ist nicht egal. Also es gibt eine Wickeltechnik. Ein Wickel sollte aus Außen-, Zwischen- und Innentuch bestehen. Letzteres aus Baumwolle, damit man es danach heiß waschen kann. Die anderen Tücher können Frottee-Handtücher zum Beispiel sein, sollten größer sein als Innentuch. Und Faustregel, sie sollten zweimal um das Körperteil passen, das man mit dem Wickel auch heilen möchte. Klar, kein Plastik verwenden, das führt zu Staunässe. Und auch wichtig, Wickel einmal täglich anwenden, das reicht. Viel trinken und hinterher unbedingt 30 Minuten ruhen. Wie lange gibt man den Wickeln jetzt die Chance, um zu wirken, bevor man dann doch zum Arzt gehen sollte? Ja, also das ist unterschiedlich. Generell bei starken, ungewohnten Beschwerden natürlich immer sofort zum Arzt. Das ist klar. Bei kleineren Wehwehchen kann man 3 Tage abwarten. Sonderfälle sind eigentlich Fieber. Bleibt es mehr als 2 Tage bestehen oder steigt über 39 Grad, klar, muss man zum Arzt. Mhm. Und auch Ohrenschmerzen sind so ein Sonderfall. Das Zwiebelpäckchen ausprobieren, super, 2 Stunden aufs Ohr legen. Wenn sich da nichts bessert, sollte man auch zum Doktor. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne, tschüss.